Viele Investoren und Trader verlieren extrem viel Geld, weil sie immer nur in eine Richtung handeln. Meistens setzen sie auf steigende Kurse und handeln somit long. Man kann aber auch genauso gut auf der Short-Seite agieren, also das heißt auf fallende Kurse setzen und davon profitieren, wenn die Märkte stark fallen, wie in der Corona-Krise oder auch zum Beispiel jetzt im Ukraine-Konflikt. Und wie das Ganze geht, mehr dazu in meinem heutigen Video. Eine der häufigsten Fragen, die mich erreichen, ist: Mario, was heißt eigentlich Long oder Short und wie kann man das Ganze nutzen und wieso ist man deswegen eigentlich immer profitabel? Und es ist relativ einfach. Die meisten Trader und die meisten Investoren tatsächlich agieren so, dass sie Aktien oder ETFs oder Fonds kaufen und darauf setzen, dass die Kurse steigen. Und das funktioniert ja auch in den meisten Fällen und deswegen sind die meisten Anleger damit auch sehr zufrieden. Doch es kommen immer mal wieder Phasen, wo das eben anders ist. Und dann fallen die Märkte und dann ist natürlich die Frage, kann man darauf auch reagieren? Aber bleiben wir erstmal bei der Phase, wo die Kurse steigen. Ihr wollt in einem steigenden Markt investieren, dann spricht man eben von Long gehen oder auf Deutsch, man kauft etwas. Man kauft einen Fonds, man kauft einen ETF, einen Exchange Trading Fund, man kauft Aktien, die man gerne in seinem Depot haben möchte. Also, man geht long. Auf der anderen Seite gibt es Marktphasen, wo es sinniger wäre, entweder gar nichts im Portfolio zu haben oder sogar richtig viel Geld damit zu verdienen, wenn die Börsen fallen. Dann spricht man von Short gehen. Das heißt, immer dann, wenn ich etwas verkaufe, was ich gar nicht wirklich besitze, also beispielsweise die Apple-Aktie, die ich gar nicht besitze, kann ich tatsächlich verkaufen. Das hört sich eigentlich ein bisschen komisch an, dass man etwas verkaufen kann, was man nicht besitzt. Aber ja, das funktioniert. Und wenn wir mal den Vergleich in einen anderen Bereich machen, nämlich in die Automobilindustrie, da sehen wir das jeden Tag. Vielleicht hast du auch schon mal ein neues Auto kaufen wollen. Und zwar nicht der, der im Laden steht, sondern richtig schön konfiguriert, genauso wie du das Auto haben möchtest. Und dann sagt dir der Autoverkäufer, ja, das dauert 6 Wochen, bis das Auto geliefert wird. Was sage ich? In der jetzigen Zeit ist man froh, wenn man ein Auto überhaupt bekommt. Ich selber war vor 4 Wochen bei dem Autohändler meines Vertrauens und habe nach einem neuen Porsche gefragt. Und da hatte man mir gesagt, vor nächstes Jahr brauchen wir überhaupt nicht daran zu denken, weil viele Teile nicht lieferbar sind. Trotzdem kann er mir dieses Auto schon verkaufen, obwohl es noch gar nicht gebaut wird. So, und das ist eben der Punkt. Der Automobilverkäufer verkauft ein Auto, was noch gar nicht da ist. Und es wird dann erst viel, viel später geliefert. Und genau das ist Shortgehen an der Börse auch. Man verkauft eine Aktie, die man noch gar nicht besitzt, wartet darauf, dass die Aktienkurse fallen, um sie dann günstiger zurückzukaufen. Am Ende des Tages bedeutet das, bleiben wir bei dem Beispiel mit Apple, du hast 100 Aktien Apple verkauft, ohne dass du sie in deinem Portfolio hast, dann steht in deinem Depot minus 100. Auf der anderen Seite wird dir in deinem Konto der Gegenwert gutgeschrieben. Irgendwann natürlich möchtest du die Position wieder eindecken, im Idealfall natürlich deutlich günstiger und somit kaufst du diese 100 Apple-Aktien zurück, die du ja mit minus 100 in deinem Depot stehen hast. Am Ende ist der Wert in deinem Depot wieder 0. Und auf deinem Konto wird dann entsprechend den Betrag, den du jetzt ja ausgeben musst, für die Aktien das Ganze abgezogen. Und von der Differenz, das ist dann am Ende des Tages dein Gewinn. Du siehst also, Short ist gar nicht so schwierig und die Begrifflichkeiten Long und Short stehen am Ende des Tages für Kaufen und Verkaufen. Und dass du etwas verkaufen kannst, was du nicht besitzt, das habe ich dir gerade gezeigt. Es ist also gar nicht so schwierig. Und du solltest, und das ist mein Tipp für dich, das Ganze wirklich einmal ausprobieren. Denn es ist nicht angenehm in Märkten, die nicht gerade steigen, sondern wenn wir in unsicheren Marktphasen sind, wo die Märkte sogar fallen, da macht es wirklich Sinn, auch auf fallende Märkte zu setzen. Und am Ende des Tages macht es richtig Spaß zu sehen, dass man auch in diesen Märkten sehr viel Geld verdienen kann.